Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger hat der Kölner Polizeiführung im Zusammenhang mit dem umstrittenen Einsatz in der Silvesternacht gravierende Fehler vorgeworfen. Jäger erklärte bei einer Sondersitzung im Düsseldorfer Landtag, das Bild, das die Kölner Polizei in der Silvesternacht abgegeben habe, sei nicht akzeptabel. Sie hätte auf zusätzliche, in der Nacht verfügbare Einsatzkräfte zurückgreifen müssen. Es spreche vieles dafür, dass es sich bei den Tätern um Nordafrikaner und Menschen aus dem arabischen Raum handele. Mittlerweile liegen der Polizei in Köln nach eigenen Angaben mehr als 500 Strafanzeigen vor. In etwa 40% der Fälle gehe die Ermittlungsgruppe unter anderem möglichen Sexualstraftaten nach. Unterdessen haben Gewalttäter am Sonntag unweit des Kölner Hauptbahnhofs Menschen mit pakistanischer und syrischer Staatsangehörigkeit angegriffen. 2 Pakistaner und 1 Syrer wurden verletzt.